Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Ocarina of Time. Endlich mal wieder. Nach extrem langer Zeit. Tut mir leid, dass so lange nicht gekommen ist. Sie hat einfach weniger Lust. Ja, eigentlich das ist der Hauptgrund. Und jetzt geht's nämlich weiter. Schön. Nach der Pause. Leg mal hin. Ja. Wir suchen jetzt noch ein paar Skulltulas. Die war hier, oder? Ja, hier war eine Skulptur. Ihr denkt euch jetzt erstmal, hä? Ja, die hätten wir zum Beispiel. Also, das ist jetzt gerade im Dekobaum. Für Leute, die es interessiert. Wo bist du? Komm her. Stirb. Erstmal dich nämlich töten. Was? Part 35 jetzt? Wir suchen die Part noch circa so 6, 7 Skulpturas. Und dann betreten wir schon den nächsten Dungeon. Denn so viele will ich auch nicht auf einmal holen. Und die Parts werden hier jetzt auch endlich mal wirklich 30 Minuten lang. Denn ich habe ja bis jetzt, beziehungsweise mich entschlossen, steht auch jetzt schon in der Kanalbeschreibung, jedes Zelda Let's Play bzw. Video 30 Minuten zu halten. Weil es für mich angenehmer ist und ich auch extrem. Ja, es ist einfach für mich angenehmer. Punkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich, denn ich habe seit langer Zeit. Wir haben jetzt wie viele Skulltulas? Wir haben wie viele Skulltulas? Lass mal schauen. Wir haben noch gar keine 50. Okay, dann hole ich noch 50. Ich hole noch 3 und dann gehen wir dahin. So. Würde ich sagen, dass wir uns gleich wiedersehen. Hä? Ich dachte, die Skulltulas habe ich schon. Warte mal. Wenn ich mir die beiden jetzt hole, bekomme ich dann nochmal das Skulltula-Symbol? Bug? Fragezeichen? Habe ich doch schon im ersten Part. Habe ich das. Ne. LOL! Okay, dann habe ich mir. Dann läuft jetzt gerade irgendwas falsch, aber egal. Und ich nehme mir eine Bombe, sehr schön. Na dann. Okay. Ich habe mir eingebildet, ich habe schon 50 gehabt. Wahrscheinlich irgendein Glitch oder Bug oder. Pisser, wirf jetzt. Als ob du jetzt ernsthaft schon wieder Bomben. Homo. Kannst du jetzt bitte die dumme Skulptur abschießen, Alter? Sonst geht's mir auch am Sack. Okay, dann haben wir halt schon 49. Kann mir jetzt eigentlich im Endeffekt egal sein, oder ich würde gleich sagen, dass wir uns gleich wiedersehen bei der letzten Skulptur, die wir in diesem Part sammeln. Und da haben wir nun die letzte Skulptur für diesen Part, die ich wieder versch. Link, halten Sie bitte. Beziehungsweise Controller würde ich gern mal feiern. Okay, schieß. Hol die 50. Skulptur. Ich weiß, es sind schon noch extrem wenig eigentlich für die. Wartet mal kurz, sorry. Musste ich jetzt kurz tun. Es sind noch extrem wenig für die Verhältnisse, wo ich jetzt schon bin. Ich brauche nur noch 2 Dungeon. Da fehlt mir noch schon ganz schön doch noch halala, doch noch ganz schön viel, aber ja, egal. YOLO. Holen wir die halt vor dem Endboss. Wir gehen jetzt noch ganz kurz in das Haus der Skulltulas, aber wir haben schon extrem lange nichts abgeholt. Wir könnten schon ganz schön viele Dinge bekommen. Haben wir halt noch nicht geholt. Wo? Du bist schon befreit. Warte, du, von dir haben wir aber noch nichts. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Ein Hörteil. Eine, ja, komm. Ja, wir bekommen wieder alle Herzen. Und du? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die Geldbörse oder die Riesenbörse. Welch eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Ja. Oh. Und du? Der Fluch ist von mir genommen, wie auch bei den anderen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich.
Ein paar Krabbelminen. Ja. Die sind nicht so... sind ziemlich unnötig, aber egal. Ja komm, lass doch. Und wo... dich müssen wir noch befreien. Dafür brauchen wir nämlich dann die 100 Skulltulas. Dafür bekommen wir dann... ich glaube, dafür bekommen wir was extrem Lames. Bin ich mir gar nicht mehr sicher so genau. Wir müssen auf jeden Fall erstmal... ja, egal. Ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder als Erwachsener. So, jetzt sind wir hier und müssen noch ganz kurz die... was spielen? Wie heißt das Lied nochmal? Keine Ahnung, hab's Graffe. Warte mal, wir ziehen uns erstmal wie das normale Kokiri-Gewand an, beziehungsweise Kokiri-Rüstung. Nein, warte. Listen, und ich muss gleich wieder niesen, ist sehr schön. Wie das Lied nochmal ging. Links, rechts, rechts. A, links, rechts, unten. Warte so. Nee. Links, rechts, rechts, A, oben, rechts. Nee, das letzte habe ich vergessen. Sorry, warte. Links, rechts, unten. Ach so. Jetzt aber. Ah, sehr schönes Lied. Und es blitzt überall. Das ist nicht schön. Denn man sieht schon, ja, zum Friedhof wollen wir. Jetzt geht's auf in den... ah, wie viel der Dungeon? Siebten Dungeon? Bin mir gar nicht sicher. Keine Ahnung, fragt mich doch nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rein. Und brauchen gleich mal... das Feuerinferno. Uns fehlen ja auch noch ein paar Items, die holen wir natürlich auch noch. Und jetzt... Feuer... Bam. Sehr schön. Und jetzt können wir den Schattentempel betreten, den wir... ich habe bis jetzt, glaube ich, gar keinen Dungeon zu 100% abgeschlossen, oder? Keine Ahnung. No Ahnung warum. Okay, hier brauchen wir erstmal... nein. Achso, wir sollten gleich mal das Auge der Wahrheit ausrüsten. Das war doch das Auge der Wahrheit, oder? Wie hieß das nochmal? War das Auge der Wahrheit, oder? Wo ist das? Ja. Das rüsten wir mal hier aus. Dann rüsten wir da noch die Bomben aus, oder? Ja, wir lassen es mal so. Ja, sehr schön. Ich kann da jetzt durch. Schön. Und haben wir jetzt in diesem Dungeon eigentlich jetzt schon wieder alle... ja, wir haben schon alles, aber müssen wir halt noch sammeln. Oh mein Gott, 50 Skulltulas aus Hype. Alter, sind da viele Truhen. Wir sind jetzt hier in diesem Raum. Okay. Okay, der Wahrheit, sag mir, wo es lang geht. Ruta. Hier können wir erstens auch nicht drüber. Aber... hier geht's auch nicht rein. Die auch nicht. Okay, dann können wir nur hier rein. Na, wenn wir nur hier rein können, dann gehen wir auch nur hier rein. Und schauen mal. Hier geht's auch... was? Oh, das sagt er jetzt eine ganze Zeit. Ich kann aber auch einfach so durchgehen, oder? Ja. Das ist halt echt so unnötig. Kannst du bitte weggehen? Oh, das interessiert mich nicht. Ich lese das jetzt auch nicht vor, weil das extrem unnötig ist. So, wir haben ja alle Herzen. Du willst mich eigentlich jetzt irgendwie umbringen, oder? Geh weg, Pisskopf. Will das nicht. Dankeschön. Warum? Geh einfach baden. Das juckt kein Sch... oh. Nein. Alter, willst du mich ficken? Wie geht das denn? Das kann man nicht schaffen. Wie geht's weiter? Aber nee, von hier sind wir doch nicht gekommen. Ja, jetzt sind wir schon beim...
Lel ist es jetzt schon der erste Boss. Lel. Lel HD. Und da kommt wieder so ein Spasti. An dem wir uns wieder treffen lassen müssen, soweit ich weiß. Müssen. Muss man doch. Keine Ahnung, wie es nämlich sonst gehen soll. Komm her, Bruder. Und den Dungeon, den habe ich. Das war, glaube ich, sogar der, den... Was, wieso hat er mich schon wieder? Ich bin doch gerade weggegangen, Pisser. Pisser. Komm her, Bruder. Ja. Das war der Dungeon, den ich, glaube ich, das war der letzte Dungeon, den ich überhaupt jemals gemacht habe. Also der Dungeon ist jetzt der letzte. Den habe ich auch noch nie zu 100% gemacht, beziehungsweise noch nie ganz durch. Weiß nicht mal, wer es der Boss ist. Dann muss mich wieder von dir fangen lassen, denn anders kann ich mir das echt nicht erklären. Anders kann ich es mir nicht erklären. Warte mal. Kann ich dich eigentlich mit dem Greifhaken oder so? Nee, kann dich damit nicht verletzen. Na dann komm her, Digga. Okay. Ja, komm. Jetzt geht er wieder rein und nimmt mir unnötig Herzen weg. Komm her, wo ist er jetzt? Jetzt ist er da. Hoi. Er sieht aber auch echt nicht schön aus. Dummer Spast, ey. Solche Gegner hasse ich. Die werden halt jetzt immer wieder verwertet. Oh, und wir haben wieder ein bisschen Energie bekommen. Beziehungsweise, wie heißt denn das? Es ist doch unsere Energieleiste. Und das ist jetzt schon unsere erste Truhe. Und ihr denkt euch jetzt, hä, the fuck? Aber wir erhalten jetzt schon, ich glaube, ja, das ist das Dungeon-Item. Das ist echt krass. Wir erhalten es echt gleich am Anfang des Dungeons, beim ersten Rätsel. Das sind nämlich die Gleitstiefel. Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Ja, das tue ich. Und hier war noch... War da nicht noch irgendwas? Nee, dann war es woanders. Dann haben wir hier schon alle Truhen. Nee, oder? Ja, doch, die eine hier. Wo war das? Hilfe. Und mich der Scheiß jetzt irgendwo nochmal anredet. Warte mal. Also, nein, wo geht's denn hier jetzt wieder raus? Hier. Also ich weiß, wo eine Truhe ist. Hier drüben. Hä? Ah! Ja. Das ist aber nur in diesen Rätsel so. Dass dich dauernd ansprechen. Ich weiß nicht wie, warum oder wieso, weshalb. Hä? Lol. Ich lade auf jeden Fall mal meine Energieleiste auf und probiere dich gleich mal zu ficken. Warte mal. Ich habe einen Trick gehört. Das habe ich die letzten Tage mal herausgefunden. Wartet mal. Nee, ich rüste mir nicht hier aus. Ich rüste hier bei den Bomben aus. Nee. So. So. Ja, so. Nee. Hi. Warte. Jetzt aber. Die Hymne der Sonne. Das ist doch die Hymne der Sonne, oder? Ja, dadurch können wir dich, Pisser, einfrieren. Und dadurch stirbt der Typ gleich. Das ist ziemlich easy. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, wo ist jetzt die Truhe? Ach so, warte mal. Warte mal. Na. Hä? Jetzt? Nee, noch immer nicht. Komm, geh weg, Pisskopf. Aber jetzt habe ich gedacht mir schon, Alter, was ist jetzt los? Na, und gleich wieder eine große Truhe. LOL! Was hier denn drin ist? Dann habe ich das nicht gefunden. Lel, oder doch? Ja, dann haben wir schon mal... Was?
Die Labyrinthkarte. Okay, dann fehlt uns nur noch der Kompass. Okay. Alles klar. Dann haben wir schon mal einen Fortschritt. Der Dungeon ist auch, glaube ich, gar nicht so groß und so schwer. Der schwerste war halt echt der Wassertempel. Und das hat man bei mir auch gemerkt. Das hat man bei mir halt echt gemerkt. Und wir sind schon wieder durch? Lil? Oh, ja, doch, wir sind durch. Na dann. Würde ich sagen... Oh, warte mal. Was willst du mir sagen? Muss ich dich hinschieben? Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wo ich dich hinschieben muss, aber ich drehe dich einfach mal in irgendeine Richtung. Also er schiebt von selbst. Einfach einmal im Kreis. Keine Ahnung. Ich habe das halt jetzt nicht gelesen. Tut mir sehr leid. Sorry for being so behindert. Warte mal. Hä? Lol. Okay. Okay, das musste ich sogar tun. Dann rüsten wir jetzt. Jetzt haben wir hier nämlich überall drei... verschiedene... Rüstungen und Stiefel. Es gibt natürlich auch noch Schwerter. Ich weiß gar nicht, welche, schätze ich mal. Natürlich wird es Schwerter geben. Wir rüsten jetzt mal die Stiefel aus. Mit denen laufen wir erstens so mega behindert. Wie Luigi. Lol. Wenn wir uns rollen und ein bisschen laufen, können wir auch ein bisschen weiterlaufen. Wir können aber auch einfach so über Abgründe kurz laufen. Auch so ist das Ganze halt effektiver. Warte mal. Und wir packen die gleich wieder weg. Ich will die halt echt nicht dauernd anhaben. Dann packen wir die Bomben mal wieder hier hin. Dann wechseln wir gleich wieder zur Karte, damit wir die auch immer gleich parat haben. Dann visieren wir dich an. Pisser. Bumm. Okay, dann nochmal. Hä, wo ist die Bombe? WTF? Jetzt aber... Und ich werf sie drüber, aber hoffentlich triffst du trotzdem. Dankeschön, warte. Explosion! Ah, jetzt schauen wir mal. Wir können hier entlang. Gehen wir mal hier lang. Gibt es wieder drei Wege. Und jetzt wieder ein Boss? Keine Ahnung. Geh weg. Pisser. Keine Ahnung. Aber der lässt mich doch überleben, ja. Geh weg. Geh weg, Amanakoink. Bitte, danke. Ihr rüstet nämlich wieder die Ocarina aus. So. Ich vergesse das Lied immer. Beziehungsweise ich vergesse die Lieder, wenn ich das Spiel halt länger nicht spiele. Sind jetzt ja auch wieder eingefroren. Lel, sind sie halt wirklich. Okay, du bist schon mal tot. Komm wieder was ein bisschen. Lol. Und du auch. Und getötet. Direkt. Jetzt geht's auf, bekommen wir jetzt wieder eine Truhe. Yes! Liebe. Als ob wir halt jetzt schon das dritte Item des Dungeons bekommen, also den Kompass. Wenn ja, dann denke ich mir nur so. Lol. Als ob. Okay, dann haben wir jetzt schon alle wichtigen Items, außer die Herzzellen und so weiter, fehlen uns halt noch. Die haben wir aber, glaube ich, noch in keinem Dungeon. Du kannst mir jetzt egal sein. Wir gehen jetzt mal auf die andere Seite. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da ist. Oh, das ist das hier. Das ist der Kack hier. Geh. Oh, komm. Hier ist auch nichts. Und hier? Hier ist ein Loch. Richtig. Warte mal. Ach komm. Und das habe ich jetzt schön übersehen. Ja, ist mir egal. Direkt. Hier ist auch nichts. Auch übersehen.
Und ihr denkt euch jetzt, hey, wie kommen wir da hoch? Und das habe ich am Anfang auch übersehen. Man kann sich hier einfach hochziehen. Ihr seht es. Wartet mal. Wart's. Hier oben ist jetzt gar nichts. Nee. Ah, wir haben schon alle. Hä? Lol. Warte mal. Dich mal wieder vorbei. Ah, und wo geht's jetzt genau weiter? Nee, hier nicht. Hier ist wahrscheinlich irgendwas. Warte mal, hier unten ist was. Ach so, hier können wir sowieso wieder hochklettern. Dann gehen wir da mal runter. Und ich höre hier schon eine Skulptur. Aber die ist ja nicht. Beziehungsweise hier nirgends. Die ist hier darunter. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Beziehungsweise doch, aber... werde da wahrscheinlich irgendwas verschieben müssen. Dann in einem... es gibt ja noch einen Stock darunter. Da werde ich das dann verschieben müssen. Und joa. Wo jetzt noch hin? Schauen wir mal. Achso, warte mal. Bitte. Hier geht's nämlich jetzt weiter. Lol, war es knapp. Und hier? Ah, hier ist eine Truhe. Hier ist nur eine Truhe und... ah, mit dem Schlüssel, okay. Nein, 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 dann haben wir schon. Okay. Dann haben wir auch alle... jetzt bin ich erst wieder hier. Komm, geh rüber da. Da haben wir halt schon auch alles. Da unten ist halt dann extrem viel. Das ist halt dann der richtige Teil des Dungeons. Das ist alles nur so... sammle irgendeinen Dreck, damit du irgendwie weiterkommst. Und jetzt gehen wir hier durch. Brauchen gleich wieder die Bomben. Die sind wieder hier. Ist halt echt dumm. Es ist in Twilight Princess echt besser gelöst, wenn ich das jetzt mal vergleichen darf. Wenn ich darf. Schön. Vielleicht wirst du ja gesprengt. Nein, wirst du nicht. Ist mir egal, Bruder. Und ich hab's gesprengt. Geil. Und hier brauchen wir dann den Schlüssel. Mit dem wir gleich weiterkommen. Und jetzt sind wir hier. Oh, das war die Scheiße hier. Da wo dauernd Skulpturas runter... ah, doch, Skulpturas runterkommen. Riesen Skulpturas. Komm her, Digga. Und die ist schon tot. Gibst du mir Herzen vielleicht? Oh ja, danke. Hä? WTF? Da kommt jetzt wieder eine Skulptura. Jo. Und du bist auch schon wieder tot. Ja komm, du gibst mir aber nichts, okay. Hier kommt jetzt auch wieder eine. Muss man halt immer darauf aufpassen, damit man halt in keine reinläuft. Und hier ist jetzt auch nochmal irgendwo eine. Lass ich mal runterfliegen, Digga. Nee, ich glaube, hier können wir einfach durch. Warte mal. Hier kommt jetzt gleich eine. Jo. Okay. Und wieder... oh, zu früh. Tut mir leid. Sorry for being behindert. Dankeschön. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder nichts. Und hier müssen wir aufpassen. Weiß gar nicht, ob uns das one-hittet oder wie das auch immer. Da kommt gleich noch eine. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke... oh Gott. Please not. Okay, hier brauchen wir wieder diese schönen Stiefel. Wo rüsten wir die? Achso, die können wir so ausrüsten. Okay. Nein, 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 nein. Wir sind drüber. Und hier auch. Und hier auch. Okay, jetzt müssen wir aber dich besiegen. Scheiß Stahlfossritter. Pisser, Pisser, Pisser. Der ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man weiß, wie es geht. Den kann man eigentlich easy wrecken. Normalerweise sollte er einen mit einem Schild nichts tun. Also wenn er ein Schild hat, das kann man ganz locker durchgehen. Und am besten angreifen, wenn er einen angegriffen hat. Pisser. Tot. Der hilft uns, glaube ich, jetzt gar nichts. Ach, ach, doch, 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 doch.
Nee, 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 nee. Oh Gott. Ich hasse diese Stiefel. Man muss halt echt bis zum... Ja, jetzt schon wieder. Und schaffen. Oh Gott. Es ist halt echt so fucking knapp. Nein, wieso wirfst du den Spast? Geh einfach weg. Geh einfach baden. Wart. Okay, jetzt sollte ich ihn aber treffen. Und er ist down. Und wir brauchen eh die Bomben. Oh Gott. Aber wieder so knapp. Lol. Und jetzt haben wir es auch schon. Jetzt können wir weiter. Oh Gott. Ich ziehe die... Soll ich die wieder ausziehen? Warte mal. Ist sowieso nichts, aber hier oben, hier sind wieder die ganzen Truhen. Oh, das, das... Und hier ist auch irgendwo eine Skulptur. Lel. Wo? Ich irgendwo da hinten. Und ich ziehe die die Stiefel lieber wieder aus. Ich habe nämlich jetzt schon Schiss. Ich gehe jetzt erstmal hier hin und hol mir ein paar Herzen und was auch immer hier ist. Das sind, glaube ich, nur Herzen, oder? Und Bomben. Brauche ich die etwa irgendwo? Müssen wir durchrushen? Obwohl, nein, müssen wir gar nicht. Wir müssen mal hier rein. Hier ist die Skulptula. Ah. Hol sie doch. Digga. Dann holen wir sie halt, warte, wir holen wir sie anders. Hä? Wie tief, als ob ich die halt jetzt nicht holen kann. Wie soll ich ihn sonst holen? Ich kann auch einen Boomerang mehr verwenden, oder? Jetzt mache ich wieder eine schöne Extra-Runde. Mit was denn? Oder mit den Krabbelminen? Hm. Hä? WTF? Als ob ich das jetzt nicht holen kann. Hä? The fuck? Kann ich das wirklich nicht holen? Kann ich dich irgendwie mit Pfeilen abschießen oder so? Nee, das hilft alles nicht. Alles klar. Alles klar. Na dann verpiss dich einfach. Dann kannst du mich schon erschlecken. Werde ich ja wohl als Kind wieder her müssen. Ja, genau. Das mache ich natürlich. Braucht das Auge der Wahrheit wieder. Gib her. Das mache ich natürlich. Was glaubt ihr denn? Genau, das werde ich machen. Ah. Ist eine Truhe. Wollen mich doch hier alle ficken, Alter. Warum erhalte ich wieder Pfeile? Why? Hä? Hilfe. Warte mal. Nur der, der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. Hä? The fuck? Ach so, doch. Jetzt krieg ich's wieder. Jetzt weiß ich wieder. So ein bisschen gewieft. Ja, der Tempel jetzt mit dem Auge der Wahrheit. Hier drauf ziehen. Hier hinter ist jetzt sogar irgendwas, richtig? Nein, hier ist gar nichts. Einfach nur ein Loch. Okay. Und das müssen wir jetzt hier ganz gewieft durch. Das. Okay. Ja, damit können wir das Ganze hier auch schon stoppen. Ja. Und das geht sich, also können wir jetzt einfach durchschieben. Das können wir jetzt easy cheese einfach durchschieben. Komm. Weiter. Es geht sich ganz locker immer aus. Einfach nur durch. Augen zu und durch. Ja, wir haben das Auge der Wahrheit nicht mal an. Easy. Warte. Und jetzt, was? Warte mal, ich glaube, eins kann ich ja sogar noch rüberschieben.
Oder dann steht es da nicht direkt drauf. Oder kannst du... Ja, aber ich kann jetzt hoch. Ich kann hier nämlich jetzt hoch. Und hier rüber jumpen. Und auch hier rüber jumpen. Warte mal, bevor ich hier rüber gehe, erstmal dies. Hier schön ausrüsten. Dann mal hier die Truhe wieder öffnen. Dann war das. Waren das dann schon alle Truhen? Wie ein paar Rubine halt. Ne, eine Truhe gibt es euch, die ist da ganz drüben. Jo. What the f. Ja, genau. Leck mich. Da drüben ist nämlich jetzt nämlich irgendwas, damit wir noch weiterkommen. Ja, genau so war. Nein, 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 nein. Das machen wir noch, dann ist nämlich der Part auch schon vorbei. Hoch. Und springen und da hoch. Und da hoch. Hä? Lel. Pisa. Und hier hoch und springen. Dankeschön. Danke für diese guten danke für diesen guten Morgen. Schöne. Schöne, schöne, schöne Lied. Nicht. Ja, es ist wie ein Schlüssel. Damit kommen wir wohin? Warte mal kurz. Was machen wir jetzt noch? Jetzt haben wir nämlich auch alles. Damit geht's jetzt... Oh Gott, geh weg. Geh einfach alle baden. Wir können ja auch einfach gleich drüber... Hier vorne ist nichts, okay. Damit können wir nämlich jetzt... Warte mal. Wenn wir jetzt ganz gewieft sind... Und uns vorher auch noch einen Safe-State setzen. Warte mal. Ja, wir haben die ausgerüstet und setzen uns einen Safe-State. Gehen hier jetzt durch. Können hier jetzt easy-cheesy ganz weit laufen. Und können jetzt durch die Tür durch. Und sind jetzt hier, wo jetzt was ist, wo wir jetzt erstmal wieder ein schönes Lied spielen, so. Oh, es sind doch wieder so viele Truhen, Heilige, aber wir sind schon im unteren Bereich. Lass mal, einfach wieder spielen. Und easy. Jetzt seid ihr wieder eingefroren und sterbt jetzt schön easy, cheesy, lemon squeezy, tot und... Warte mal. Ja, da können wir zwar immer drüber... Richtiger Pisser. Okay. Aber wie bekommen wir jetzt wieder eine Truhe? Aber nur eine kleine. Eine Truhe, aber nur eine kleine. Lol. Ah, wie ist Auge der Wahrheit? Wo bist du? Vielen lieben Dank. Wir müssen uns wieder hochziehen. Bats runter und wir haben's. Wir müssen hier auch immer aufpassen. Warte erstmal hier in die Truhe rein. Was so schönes drin ist. Du hast 5 Rubine erhalten. Sehr schön. Wieder hochziehen. Und das war jetzt das hier, ja. Und jetzt hier hoch wieder. Wir haben jetzt schon alles? Nein. Damit können wir jetzt auch hier wieder zurück. Wollen wir aber nicht. Wir wollen da hoch. Oder? Ja, wir haben doch jetzt hier gar keinen Schlüssel erhalten. Brauchen einen Schlüssel. Lol. Oder doch? Ach so, nee, hier geht's doch weiter. Spaß. Aber ich habe so Lust weiterzumachen, will aber nicht. Hier halten wir jetzt den Schlüssel. Indem wir was jetzt genau machen? Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr. Aber wenn hier schon Bomben sind, dann brauchen wir auf jeden Fall Bomben. Nein! Warum nimmst du schon wieder Bombenpizza? Ja komm, ist mir egal. Stirb. Du stirbst noch in dem Part. Da ist der Part halt ein bisschen länger.
Kann mir jetzt im Endeffekt egal sein. Aber YOLO. Ich habe hier schon wieder eine Skulptula mir eingebildet, oder? Und nicht getroffen. Sehr schön. Jetzt aber. What? Und da kommt der Pisser. Da kommt der Homofucker, Alter. Und hier liegt ein Schlüssel. Geil. Hier haben wir jetzt einen Schlüssel. Damit kommen wir jetzt weiter. Und hier auch noch eine Skulptula, die wir schnell holen. Die andere können wir durch aus irgendeinem Grund gerade nicht holen. Weil wir wohl als Kind nochmal hierher kommen müssen. Und die mit dem Boomerang holen. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Und wir können jetzt hier schon wieder zurück. Stimmt's? Ja. Nein, 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 nein. Geh einfach weg. Einfach. Oh, und da kommt wieder so noch. Haram. Tschüss. Oh, jetzt kommen wir erst wieder zurück. Lel. Achso, und ein Herz können wir auch mal mitnehmen. Ich würde mich damit auch schon für den Part verabschieden. Warte, hochgehen wir noch. Das kann man auch mal machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oh Gott. Oh, und das ist so behindert. Da kommt man so schwer rüber. Ich check's halt auch nicht, wie man da rüberkommt. Man muss da auf jeden Fall irgendwie so rüberlaufen. Keine Ahnung wie. Fragt mich das doch nicht. Wartet mal. Ich kann mir ja mal ein Safe State setzen. Anlauf nehmen und nicht rüberkommen. Huh. Oh, und wieder nicht rüberkommen. Oh, und wieder nicht rüberkommen. Warum denn nicht? Wieder nicht rüberkommen. Da muss man sich echt... Und wieder nicht rüberkommen. WTF? Wieder nicht rüberkommen. Das ist sehr schön. Hä? Okay, ich werde das auf jeden Fall bis zum nächsten Part versuchen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder wir schauen noch ganz kurz auf die Karte, wie weit wir schon sind. Alter, Folter. Okay, haben wir auf jeden Fall einen Raum übersehen. Oder war das der Raum hier? Keine Ahnung. Wir sind schon auf jeden Fall schon sehr weit. Wenn es gut läuft, werden wir vielleicht sogar im nächsten Part schon den Boss besuchen. Mal so gesagt. Und lol, Link hat Ohrringe. Haha, wusste ich gar nicht, lol. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.